Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute werden wir etwas machen, beziehungsweise etwas kochen, was ich seit locker 6 oder 7 Jahren nicht mehr gegessen habe. Und oh mein Gott, Leute, ich habe so Hunger drauf. Und zwar machen wir eine russische Spezialität, und zwar Kharadets. Man kann das übersetzen wie Sülze, nur dass es halt ein bisschen was anderes ist. Die russische Sülze ist Gelee-artiger und man isst es am Stück. Also zu 100% isst man das am Stück. Ich kenne niemanden, der das in Scheiben isst, weil man kann das nicht mal in Scheiben schneiden. Im Gegensatz zu der deutschen Sülze, die kann man eigentlich immer in Scheiben schneiden, weil die halt von der Konsistenz her sehr fest ist. Dieses Gelee ist halt fester. Und ich möchte das Ganze heute mal selber machen. Ich habe das noch nie vorher selber gemacht. Ich habe das letzte Mal gegessen, da hat meine Oma das noch gemacht. Und meine Oma ist 2017 leider verstorben. Und wie gesagt, ich habe da so ein großes Verlangen danach. Deswegen werden wir heute das Ganze selber ausprobieren und machen. Und jetzt würde ich mal sagen, let's go. Ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe hier jetzt alles schon reingegeben. Ich habe hier 3 Keulen und 1 Haxe. Und ja, ihr könnt ja sehen, wie viel Wasser ich hier reingegeben habe. Ich würde so 3/4 Wasser voll machen und dann halt alles reingeben. Es darf halt nicht zu viel sein, sonst schwappt das über. Es kann passieren, dass mal was überschwappt. Deswegen habe ich den Deckel auch so ein bisschen schräg, falls ihr das sehen könnt. Ja, das muss jetzt circa 3 Stunden bleiben. Also es muss jetzt so lange hier drinnen bleiben, bis ihr das Gefühl habt, oh, kann man das beschlagen, bis ihr das Gefühl habt, dass das förmlich auseinanderfällt. Also ihr müsst den Knochen einfach so rausziehen können, ohne Gewalt oder irgendwie sowas. Also ihr könnt ruhig 3 Stunden das Ganze im Topf lassen. Wie Pascal sagt, schmoren, bis es zerfällt. Ich habe das Ganze jetzt auf Stufe 3. 5 war zu viel, dann war 4 auch zu viel. Es ist die ganze Zeit übergeschwappt, deswegen hat Pascal das auf 3 gemacht. Und bei 3 ist es jetzt mega, mega gut. Ja, ich habe noch dazu ein bisschen Salz reingegeben, aber wenn das fertig ist, würzen wir das Ganze nochmal mit Salz und mit Pfeffer und mit Kräutern, falls ihr möchtet. Ihr könnt auch noch Möhren mit reinmachen, die müsst ihr dann auch einfach nur weich kochen. Oder irgendwas anderes. Also in die Sülze könnt ihr im Prinzip stecken, was ihr wollt. Ja, ich mache das Ganze aber nur mit Kräutern und dem Fleisch, was ich hier habe. Übrigens könnt ihr auch Eisbein nehmen. Das funktioniert auch super gut. Und Schweinepfoten. Also alle machen das anders. Ich habe mich, wie gesagt, für die Keulen entschieden und für die Haxen. Und das lassen wir jetzt weiter hier. Noch 2 Stündchen und dann melde ich mich danach wieder, wenn wir das Ganze hier rausholen können. Fast 4 Stunden später habe ich das Ganze jetzt hier drin gelassen und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Das Ganze zerfällt jetzt schon. Wir machen das Ganze jetzt mal hier aus und dann holen wir das Fleisch da gleich raus und spülen das so ein bisschen mit ja, warmem Wasser, kaltem Wasser, ist scheißegal, Hauptsache Wasser. Spült das Ganze ab, damit das Fleisch nicht mehr ganz so heiß ist und dann zupfen wir das Ganze richtig, richtig, richtig klein oder grob, wie ihr das möchtet. Das ist wirklich euch überlassen, aber ich mache es gleich ein kleines bisschen feiner und dann machen wir auch schon mit dem nächsten weiter. Ja, vorsichtig Leute, es ist richtig, richtig heiß und es ist klebrig. Ganze aus. Leute, ja, ich weiß, es sieht überhaupt nicht schön aus. Es ist jetzt halt so ein Gemixe zwischen rot und hell wegen dem Schweinefleisch, das ist ja ein bisschen dunkler und dann kommt das Geflügel, das ist ja ein bisschen heller. Aber Leute, ich muss wirklich sagen, ich bin keine Fleischesserin, aber das riecht wirklich sehr gut. In Sülze kann ich mich wirklich wälzen. Ich habe bis 100 Jahre nicht mehr gegessen, also Kharadets. Ich würde jetzt nicht russischen Kharadets jetzt als Sülze bezeichnen, weil das was deutsche Sülze ist. Ist meiner Meinung nach nicht russische Sülze. Es ist halt
Fleisch mit Chili, so kann man das halt auch nennen. So, jetzt gehen wir rüber zum nächsten Schritt. Das ist wirklich eine sehr kritische Angelegenheit gerade gewesen. Man darf wirklich keine Stückchen mehr drin haben. Manscht da ruhig rum, wie viel ihr wollt. Hauptsache, ihr seid euch sicher, dass hier wirklich keine Knorpel, keine Knochenstückchen oder sonst irgendwas anderes drin ist. Wenn ihr manchmal solche Fäden oder sowas seht, was halt nicht eurer Meinung nach reingehört, dann könnt ihr das auch reinmachen. Ich habe zum Beispiel auch vieles aussortiert, was mir persönlich nicht gefallen hat. Das müsst ihr halt einfach nach Auge machen. Jetzt gehen wir aber auch schon weiter zu unserem Topf. Seid wirklich vorsichtig, wenn ihr das Fleisch zupft, Leute. Meine Fingerkuppen sind rot, weil das Fleisch halt einfach noch zu heiß war. Jetzt wird es ein kleines bisschen, ja, eklig, muss ich auch wirklich gestehen, weil das müsst ihr nämlich gleich probieren. Ihr macht da jetzt auf jeden Fall erstmal 5 Kilo Salz rein. Das ist sehr wichtig. Lieber zu viel als zu wenig. Wenn ihr denkt, es ist zu viel, dann ist es perfekt. Also so wurde mir das auf jeden Fall beigebracht. So, dann rühren wir das Ganze um. Ich mag es sehr gerne, da noch Pfeffer reinzumachen. Beziehungsweise, ja, manche machen es obendrauf. Ich mag es eher, wenn es drinnen ist. Und wer jetzt möchte, kann natürlich noch ein paar Kräuter reingeben oder Petersilie oder sonst irgendwas. Ich mache zum Beispiel hier Petersilie rein. Ich glaube, das könnte sehr lecker sein. Macht da auf jeden Fall genug rein. So, jetzt mischen wir das Ganze hier mal. Und es ist auch von der Konsistenz meiner Meinung nach sehr gut, weil es ist gelblich, das Wasser. Man kann es so ein bisschen vergleichen wie, ich will es jetzt nicht sagen, auf jeden Fall das Wasser ist gelb. Lass, ich habe mich gerade nass gemacht. Okay, irgendein Fail muss ja passieren. Ich habe zum Glück eine Schürze angezogen. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. Obwohl. Ja. Doch, genauso lassen wir das. Jetzt habe ich nämlich das Gefühl, da ist zu viel Salz drin. Das heißt, es ist perfekt. Und den nächsten Schritt geben wir einfach in eine Dose. In irgendeine Dose, die ihr habt, weiß ich nicht. Ich habe hier zum Beispiel bei Action einfach Dosen gekauft. Brotdosen oder wie auch immer was. Da gebt ihr erst das Fleisch dann gleich rein und dann übergießt ihr das halt einfach mit eurer Brühe, mit eurer Fettbrühe, sagen wir mal so. Und dann war es das auch schon. Und dann müsst ihr das Ganze auch für 12 Stunden in den Kühlschrank tun und kalt stellen. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little. And we keep track of time. Being so serious, idiots. Thinking it will matter. Keep me company downtown. Before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I... Das Ganze ist fertig, so sieht das aus, Leute. Ja, ich muss wirklich sagen, ich hätte ein kleines bisschen mehr Wasser reinmachen sollen, weil mir fehlt ein bisschen hier drin. Ich hätte das gerne noch voller gemacht, aber es ist jetzt auch so in Ordnung. Ich mache das zum ersten Mal. Ich habe es halt nur immer bei meinen Eltern gesehen, wie die das gemacht haben. Und das auch nur so flüchtig. Ja, die Xenia hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Falls ihr Xenias Kanal noch nicht kennt, dann schaut mal gerne in die Infobox. Dort werde ich ihren YouTube-Kanal mit reinmachen. Die Xenia ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Freundin für mich. Eigentlich für mich auch schon wie Familie. Deswegen würde es mich auf jeden Fall krass freuen, wenn ihr sie unterstützt und vielleicht ein Abo dalässt. Ja, und das kommt jetzt auf jeden Fall für 12 Stunden in den Kühlschrank. Und ich mache da gleich noch den Deckel drauf. So, und dann machen wir das rein. So Leute, es sind jetzt mittlerweile schon, ich würde mal sagen, so gute 3 bis 4 Stunden vergangen. Ich habe das Ganze hier auf den Balkon gestellt, weil das zu warm war. Und ich das nicht in den Kühlschrank tun wollte. Ich hatte Angst, dass mir da die Scheiben irgendwie platzen, beziehungsweise diese Glasplatten, die da sind. Und draußen ist es halt noch nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Und deswegen habe ich die rausgestellt und es ist fest, Leute. Es ist fest. Also ja, man sieht da oben schon diese Fettschicht. Die kratzt man im besten Falle ab. Ich hoffe, das Ganze schmeckt auch. Morgen wird das Ganze dann probiert und dann werde ich das mit euch zusammen machen. Sieht aber auf jeden Fall sehr gut aus. Oh Leute, ich würde es am liebsten jetzt essen, aber es geht nicht. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ich hoffe, es ist was geworden. Ich würde mal sagen, bis morgen. So Leute, hier ist das Ergebnis. Es ist hart, es ist gut geworden. Das hier vorne ist Fett, also nichts Schlimmes. Das kratzt man hier einfach so weg. So. Moment. Da. Das kratzt man dann einfach so weg.
dann kratzt man auch die Petersilie weg, aber das macht nichts. Da ist noch genug drin. Es gibt welche, die mögen es mit Fett, ich nicht persönlich. Also es schmeckt gut. Es schmeckt gut, nur Leute. Es ist ein kleines bisschen salzig, also wenn man nicht mag, wenn man Salz nicht mag, ist es das Verkehrte. Also wenn man, ja, wie soll ich das erklären? Also es ist salzig. Es ist salzig. Ich hätte ruhig ein kleines bisschen weniger Salz reinmachen können. Ich habe vergessen, dass dieses blöde Fleisch gepökelt ist. Und dadurch, dass es gepökelt ist, ist halt auch Salz drin. Habe ich ein bisschen verpennt. Aber ansonsten schmeckt das mega gut. Boah. Träumchen, Träumchen. Ich esse es jetzt komplett auf. Ja. Lecker. Macht es einfach mal nach. An die Sülzenliebhaber, macht es einfach nach. Es ist lecker. Es ist so unglaublich lecker. So Leute, wir sind auch am Ende des Videos angekommen. Es hat funktioniert, Leute, und es schmeckt mega, 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 mega gut. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe ja gesagt, ich habe das so ein bisschen versalzen. Heißt das überhaupt so? Aber ich glaube, das war nur diese kleine Ecke, wo ein bisschen zu viel Salz drin war, weil ich habe davon dann auch noch mehr gegessen. Und der Rest davon war irgendwie nicht mehr salzig. Also wirklich perfekt, mit ein bisschen Senf dazu. Einfach super, super, super lecker. Macht das auf jeden Fall mal nach an diejenigen, die Sülzen lieben. Super lecker einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren. So verpasst ihr auch in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch, Schnudis da draußen, noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss.